möchte. Sie verweist auf Pegida. Wir haben gerade hier auch den Punkt aus der Runde gehört. Sie schreibt, jetzt wird also protestiert gegen den Islam. Haben die Leute eigentlich noch alle Tassen im Schrank, fragt sie. Gegen die Armut in Deutschland sollten sie lieber auf die Straße gehen, schreibt uns diese Userin. Und ich würde Ihnen gerne auch noch mal die Frage stellen, Frau Finger, wenn wir morgen noch mal alles auf Null stellen könnten, sozusagen, oder wenn wir einfach morgen noch mal die Dinge ändern könnten, was wäre aus Ihrer Sicht die Stellschraube, wo wir als erstes dran drehen sollten? Was müsste an Hartz IV aus Ihrer Sicht als erstes geändert werden? Ein bisschen demokratischer, also dass man mit den Leuten sozialer umgeht auf dem Amt. Und nicht nur sagt, wenn du das nicht machst, dann kriegst du Sanktionen. Das wird meiner Meinung nach zu schnell gemacht, die Sanktionen. Okay. Und nicht hinterfragt. Okay. Das heißt, Sie würden gar nicht zuerst sagen, ich brauche mehr Geld, sondern Sie sagen, klar, man muss auskommen, aber einfach das Miteinander und nicht nur eine Nummer sein. Genau. Das wäre schon ein Anfang. Ja, okay. Demokratischer. Dankeschön. Dann gehen wir diesen Punkt nochmal zurück, Anja. Wir haben eine ganz kleine, ganz kurze Schlussrunde. Mhm. Ich gebe Ihnen eine Frage, ich gebe sie an alle. Sozialpolitischer Neustart, stellen Sie sich vor. Es gibt einen roten Knopf, auf den kann man drücken und Sie müssen ein sozialpolitisches, arbeitsmarktpolitisches Instrument sich auswählen, mit dem eine neue Reform, Arbeitsmarktreform erstellt werden muss. Jeder hat eine Chance. Herr Schneider, fangen wir bei Ihnen an. Kommunalisierung der Zuständigkeit. Wieder die Kommunen ranlassen, die wissen am ehesten, was los ist. Und den Kommunen mit den Sozialämtern wieder für Strukturen sorgen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, so wie wir es gerade gehört haben, und nicht einfach bürokratisch abarbeiten, was da passiert. Das wäre für mich der richtige Weg. Und dann wird sich vieles andere entwickeln können. Herr Butterwege. Ich wünsche mir eine bedarfsgerechte, armutsfeste und repressionsfreie Grundsicherung, die den Namen anders als Hartz IV wirklich verdient. Und dazu gehört vor allen Dingen bei den Sanktionen die unter 25-Jährigen, die nicht mehr zu bestrafen in der Form, dass man ihnen bei der zweiten Pflichtverletzung nicht nur die Geldleistung streicht, sondern auch Miete und Heizkosten nicht mehr ersetzt. Das heißt, da produziert der Staat Obdachlosigkeit. Das darf nicht sein. Herr Stegner, für die SPD ist es natürlich ganz interessant, wenn Sie noch mal von vorne anfangen könnten, noch mal auf den roten Knopf drücken. Wie würde es dann aussehen? Von vornherein gut bezahlte Arbeit mit ordentlichen Mindestlöhnen, mit kostenfreier Bildung und Aufstiegschancen für alle. Und dann für die, die noch dann noch Sozialtransfers brauchen, ordentliche Sozialtransfers. Herr Holtemöller. Ja, ich wünsche mir, dass wir mehr darüber reden, warum sind Menschen in Armut, was sind die Ursachen, dass Menschen in Armut kommen und dass wir an den Ursachen auch die Lösungen ansetzen, dass wir nicht, wenn das Problem vorhanden ist, dass wir nicht, wenn das Problem vorhanden ist, es über Transfers lösen, sondern dass wir die Ursachen anpacken. Und das ist mal Bildung, 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 das ist das Wichtigste in diesem Bereich, was wir machen. Oder den Kapitalismus auch mal auf den Prüfstand stellen. Ja, nicht bei den einzelnen Betroffenen immer die Ursache suchen, wie Gerhard Schröder es gemacht hat, als er gesagt hat, es gibt kein Recht auf Faulheit. So wurde Hartz IV begründet und man hat einfach die Ursache bei den Individuen gesucht, die am wenigsten dazu konnten. Niemand hier in der Runde hat eben der Arbeitsplatz vorenthalten. Einfach auf eine Antwort. Sie noch mal die einfachsten Antworten sind nicht immer